Frau von Weiler, Sie beraten zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendliche die Bundesregierung. Was sind die größten Gefahren für Minderjährige im Netz? Naja, digital begegnen Kindern alle möglichen Inhalte. Tolle, herausfordernde, wunderschöne, aber eben genauso große, verstörende Gewalt, Enthauptungsvideos, Radikalisierungsbestrebungen, sexualisierte Gewalt, harte Pornografie. Und Kinder und Jugendliche haben oft keine Ansprechpartner, mit denen sie das besprechen können. An wen können sich denn Betroffene wenden? Zum Beispiel an jemanden wie uns, aber eigentlich gibt es viel zu wenig Orte. Wir haben jetzt gerade eine Untersuchung gemacht mit Schulen und haben auch mit Jugendlichen Fokusgruppen dazu durchgeführt. Und die Jugendlichen sagen uns, naja, so eine Lehrkraft ist irgendwie nicht so die richtige Person, weil mit der habe ich so viel zu tun. Schulsozialarbeit ist meistens total überfordert und haben eh viel zu viel zu tun. Wir wissen eigentlich nicht so genau, an wen wir uns wenden müssen. Also da müssen wir schon Ansprechpersonen für Kinder installieren. Warum fällt es Betroffenen häufig schwer, Hilfe zu erfragen? Weil sie sich schämen, weil die Erwachsenen nicht gut zuhören, weil die Erwachsenen oft mit Schnellschüssen und Schuldzuweisungen reagieren, blöderweise. Gerade wenn es zum Beispiel um das Versenden intimer Bilder geht, da sprechen wir von einer eklatanten Schuldumkehr. Ja, also das Opfer ist schuld, dass andere sein Bild weiterverbreiten. So ein bisschen komisch damit und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und dann sagen die, okay, dann sage ich lieber nichts. Wie können Eltern und Pädagogen Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt im Netz schützen? Indem wir früh anfangen, mit ihnen über diese Themen zu sprechen, also im Kindergarten schon, du hast ein Recht darauf, Nein zu sagen, niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst, auch nicht Mami oder Oma oder wer auch immer, niemand darf dir mit Worten wehtun, niemand darf dich einfach so fotografieren, im Übrigen auch ich nicht als Patentante, ich muss dich immer fragen, du darfst immer Nein sagen und dann anzufangen, selbstverständlich über diese Themen zu sprechen und tatsächlich ein gutes Vorbild zu sein. Und ich glaube, in Schulen hilft tatsächlich auch, Menschen von außen zu holen, so jemand wie uns zum Beispiel oder andere, gibt es viele andere auch, und die kommen dann, die setzen dieses Thema, denen kann man alle peinlichen Fragen unter der Sonne stellen, weil wir gehen dann auch wieder weg und damit ist auch diese Peinlichkeit so ein bisschen vorbei. Sie fordern eine gesetzliche Altersbeschränkung für Smartphones. Kann das Grundproblem des fehlenden Schutzes im Internet dadurch gelöst werden? Naja, ich glaube, dass man sich überlegen muss, mit welcher Kompetenz Kinder ausgestattet sind, sich selber zu schützen. Und im Moment erwarten wir, dass Kinder das selber hinkriegen. Und wir müssen feststellen, wenn es nicht gelingt, die Smartphones und ihre Software darauf kindersicher zu gestalten oder ein Smartphone für Kinder zu entwickeln, das eben zum Beispiel das Herunterladen gewisser Inhalte gar nicht erst möglich macht, dann müssen wir uns überlegen, ob das ein guter Raum ist, in den ich Kinder schicke. Ich würde ja Kinder auch nicht, wenn sie gerade Fahrradfahren gelernt haben, den Schlüssel zu meinem Ferrari in die Hand drücken und sagen, viel Spaß noch. Aber in der Sekunde, in der ich ihnen dieses Smartphone in die Hand drücke, mache ich genau das. Und wir sagen gar nicht, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Also, wir müssen natürlich Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten. Das heißt, wir müssen uns aber auch überlegen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen wir, wie können wir die gut fördern und ab wann können wir anfangen, das mit ihnen gemeinsam zu üben und ab wann sind sie dann in der Lage, das auch allein verantwortlich zu schaffen. Und das sind sie nicht mit 7 oder 10.